Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Bin heute bei dem schönen Wetter raus, auch wenn es noch ziemlich kalt ist, unter 0 Grad auf jeden Fall. Bin heute auf einer meiner Lieblingsrunden unterwegs. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mal mit. So, ich bin mal wieder auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Mahlsinsen und Oer-Erkenschwick, beziehungsweise ist ja hier eine alte Zechenbahn. Rechter Seite von mir ist eine ehemalige Halde, aber die Zeche hier, die muss schon sehr, sehr, sehr lange aufgegeben sein. Selbst meine Eltern wissen nicht, dass hier mal eine Zeche war. Ja, wie gesagt, ist noch recht kalt, aber ziemlich schönes Wetter. Morgen soll es auch noch mal recht schön sein, aber stürmisch. Und ja, eigentlich wollte ich mir heute für morgen eine Radtour raussuchen oder eine Radtour planen. Oh. Ich und meine Bäume. Oh Mann, oh Mann. Ja, gucken, ob ich da drunter herkomme. Gerade noch geklappt. Ja, wie gesagt, unter 0 Grad. Mein Tacho sagt minus 1. Naja, am Raureif sieht man auf jeden Fall, dass es noch recht frisch ist. Ich hätte auch bis nachmittags warten können. Dann wäre sicherlich wärmer, aber auch wesentlich voller. Und naja, ich habe ja auch was Warmes zum Anziehen. Also kann ich auch Fahrrad fahren. Ja, jetzt bin ich gleich schon in der Innenstadt von Erkenschwick, beziehungsweise im städtischen Gebiet, und dann geht es noch ein kleines Stückchen bergab bis in die Innenstadt rein. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich wieder aus der Stadt raus bin. Ja, aus Erkenschwick bin ich dann jetzt wieder raus. Gerade so ein bisschen Gegenwind. So, jetzt geht es erstmal grobe Richtung Kanal weiter. Wirklich super Wetter heute zum Radfahren. Zwar ein bisschen frisch noch, aber das ist egal. Gerade ging es noch mal ein kleines Stückchen an einer etwas größeren Straße links, aber mit begleitenden Radweg, also überhaupt kein Problem. So, und jetzt geht es hier über die Felder.
gleich links am Campingplatz vorbei. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sieht. Da hinten ist die Schleuse Asen. Da will ich hin. Da geht es dann an den Kanal. Da werde ich dann mal ein Teechen trinken und dann geht es am Kanal entlang wieder nach Hause. Ja, jetzt fahre ich hier an Asen vorbei, am Kanal. Der Kanal ist gerade hinter der Kamera. So, jetzt geht es hier noch, weiß ich jetzt gar nicht genau, ein bisschen unter 20 Kilometer müssen es sein, bis nach Hause. Ich habe mir hier die Sonnenseite des Kanals ausgesucht. Auf der anderen Seite ist mehr Schatten. Hier links kommt jetzt gleich wieder die Einfahrt zur Marina Flasheim. Im Sommer ist ja alles voll mit Booten und Anglern. Und jetzt irgendwie tote Hose. Ja, ich habe ordentlich Gegenwind. Nicht zu verachten, auf jeden Fall. Aber dafür ist es flach. Kannst nicht alles haben. Ja, ich probiere heute auch noch was aus. Und zwar bei den letzten Radtouren jetzt im Winter habe ich immer irgendwie kalte Nieren gekriegt. Da habe ich mir gedacht, guckst du mal, ob es Nierengurt gibt. Ja, aber dann habe ich das irgendwie wieder vergessen. Heute Morgen, als ich mich fertig gemacht habe, fiel mir ein, Mensch, du hast doch noch vom Rollerfahren einen Nierengurt irgendwo im Kleiderschrank liegen. Und den habe ich jetzt oben. Und ich muss sagen, merkt man deutlich. Also ist doch wesentlich angenehmer. Jo, wieder auf meiner letzten Meile unterwegs. Ja, hat sich gelohnt, spontan noch zu fahren. Das Wetter ist einfach Bombe heute. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.